פרשת וירא, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. In diesem einen Satz, eine wunderschöne große Lehre. וירא אליו השם, und Gott erschien vor ihm, vor Abraham Avinu, באלוני ממרא, והוא יושב, und er sitzt, פתח האוהל am Eingang seines Zeltes, כחום היום, in der Hitze des Tages. Was war da? וירא אליו השם, und Gott erschien vor Abraham Avinu. Rashi sagt, Gott ist gekommen, den Kranken zu besuchen. Warum den Kranken zu besuchen? Abraham Avinu, das war jetzt sein dritter Tag nach der Brit Milah, nach der Beschneidung. Und Gott ist gekommen, um ihn zu besuchen. Ursprung vom Wort, das Rashi diese Lehre. Talmud Baba Metzir, Seite 86. Steht so geschrieben. וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מהי כחום היום? Was ist diese Hitze des Tages? אמר רבי חמא ברבי חנינא. רבי חמא, der Sohn von Rabbi Chanina sagt. אותו היום, dieser Tag war der dritte Tag von der Beschneidung von Abraham Avinu. Und die Schmerzen am dritten Tag sind die schlimmsten Schmerzen. ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם, Gott ist gekommen, ihm zu besuchen. Was hat Gott gemacht? Hoziya Kadosh Baruch Hu Chama Menartika. Gott hat die Sonne von ihrer Hülse rausgebracht. Das heißt, die Sonne hat eine Umhüllung. Gott hat diese Umhüllung, die Sonne von dieser Umhüllung rausgebracht. Und heiß. Es ist sehr, sehr heiß geworden. Kann sein, dass das diese Ozonschicht ist. Wer weiß, was das ist. Aber irgendeine Hülle und Gott hat es sehr heiß gemacht. Warum das Ganze? כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים, damit dieser צדיק, אברהם אבינו, nicht von Gästen belästigt wird. Weil אברהם אבינו hat gehabt ein Zelt mit vier Himmelsrichtungen, vier Öffnungen und von überall Gäste sind gekommen, gratis gegessen, getrunken und er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Das war Abrahams Leben. Chesed, Wohltaten, gut gemacht den anderen in der Wüste. Jeder soll kommen und on the house essen können. Heiß. Gott hat absichtlich heiß gemacht. Warum? Weil Gott weiß jetzt, Abraham, trotzdem, dass er jetzt am dritten Tag leidet, hat Schmerzen. Trotzdem, Abraham wird diese Mitzwa nicht lassen. Er wird weiterhin Gäste bringen und ihnen zum Essen bringen, wie es nachher anschließend war. Es ist heiß, nur wenn es heiß ist, kein Mensch draußen, wäre er eigentlich befreit. Es ist eigentlich die Mitzvah, Achnasat Orchim, Gäste reinzubringen, ist die Mitzvah, wenn du kennst jemanden, der nichts zum Essen hat, keinen Platz zum Essen hat, jemand Fremder, der nicht weiß, wo er sein soll. Mitzvah, bring ihm, gib ihm was zum Essen. Aber wenn Gott sei Dank, so wie heute, 2018, Gott sei Dank, alle haben zum Essen, jeder hat einen Platz, niemand da. Nun, dann kein Problem, dann genieße ich meine Ruhe, genieße ich alleine, werde ich alleine essen. Abraham Avinu lernt uns ein Nein. Trotzdem, er schickt seinen Knecht Eliezer, geh und such mir irgendwelche Gäste, ich kann ohne Gäste nicht essen. Eliezer geht, sucht und in dieser Hitze kein Mensch draußen. Er kommt und sagt, Abraham, niemand, alles ist leer, niemand ist da. Sagt ihm, ich habe kein Vertrauen an dir. Knechten kann man nicht vertrauen. Du bist zu faul, um zu suchen. Ich gehe alleine suchen. Und er geht raus, sieht, Gott steht vor der Tür. Gottes Antlitz, Gottes Gegenwart ist vor der Tür und Einu Dichtiv, das ist was geschrieben, steht später. Al-Natavur me'al-Avdecha. Er sagt, lieber Gott, warte bitte, geh nicht vorbei. Ich muss jetzt dort gehen und die Gäste bedienen. Weil Gott hat geschickt drei Engel, die ausgesehen haben wie drei Araber, Wüstenbewohner. Und für diese drei Araber sind plötzlich Gott ist vor ihm. Er sagt, Moment, lieber Gott, warte bitte. Ich habe da drei Leute, drei Araber, die ich bedienen muss.
den ich diese Mitzvah Achnasat Orchim machen muss. Und er sieht nur drei Leute. Wer waren diese drei? Diese drei Araber, wer waren sie wirklich? Sagt der Talmud, Maininu Shloshanashim, wer waren diese drei Menschen? Drei Leute, also die drei Engel. Das sind die Engel Michael, Gabriel und Raphael. Michael, Gabriel und Raphael. Und jeder Engel hatte gehabt eine Aufgabe zu tun. Michael ist gekommen, um Sarah anzukündigen, dass er den Sohn bekommen wird. Levaser le Sarah. Raphael, warum ist Raphael gekommen? Um zu heilen. Raphael, der Name spricht für sich selbst. Um Abraham zu heilen. Am dritten Tag, er hat Schmerzen, um ihn zu heilen. Und Gabriel ist gekommen, um Sdom Tofolang zu machen. Um Sdom. Lafoch et Sdom. Aber es sind aber nur zwei Leute gekommen, sagt Michael ist gekommen, um auch Lot zu beschützen. Das ist der Teil. Das heißt, wer waren diese drei Engel? Michael, Raphael und Gabriel. Michael ist gekommen, anzukündigen, Raphael, Abraham zu heilen und Gabriel, um Sdom zu vernichten. Jetzt gibt es eine Frage. Es steht geschrieben, Vayira Elav Hashem, und Gott ist erschienen vor Abraham Avinu. Nur Gott ist erschienen. Hat er was gesprochen? Hat er was gesagt? Steht gar nichts. Vayira Elav Hashem, Gott ist erschienen vor Abraham in der Lone Mamre und er sitzt dort in der Hitze des Tages. Was hat Gott mit ihm gesprochen? Was hat er gesagt? Für was ist er erschienen? Sagt der Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, sagt, Gott ist dort erschienen, nicht um etwas zu sagen. Nicht um etwas. Gott ist dort erschienen, dort vor Abraham Avinu, damit seine Gegenwart, dadurch, dass Abraham sich in der Gegenwart Gottes befindet, damit dadurch nachher Abraham geheilt wird. Das heißt, durch die Nähe Gottes, Gott ist dort, Abraham Avinu, alleine, dass er ist in der Gegenwart Gottes, allein das wird ihm nachher heilen. Deswegen, durch die Nähe von der Schina, von Gottes Gegenwart, ist Abraham geheilt worden. Deswegen sagt der Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, der begraben ist hier in Bratislava, sagt der Hatam Sofer, wenn jemand, der krank ist, geheilt werden will, soll gehen einmal im Monat und Birkat HaLevana, den Segen des Neumondes, soll er machen. Warum? Sagt uns der Talmud 42a, jeder, der diesen Segenspruch spricht, Magbil Pnei Shechina, es ist so, als ob er jetzt empfängt Gottes Gegenwart. Magbil Pnei Shechina. Darum sagt Chatam Sofer, jemand, der krank ist, geh einmal im Monat hinaus und spricht diesen Segensspruch. Jetzt, aber da ist es ein bisschen kompliziert. Einerseits sagt uns der Ramban, wodurch wurde Abraham geheilt? Durch Gottes Gegenwart, Gott war neben ihm, dadurch wurde Abraham geheilt. Aber der Talmud hat uns ja was anderes gesagt. Diese drei Engel, die gekommen sind, einer davon war Raphael, der ihn geheilt hat. Wer hat ihn wirklich geheilt? Gott oder der Engel? Sagt im Buch Lev Taor, er sagt, es sind zwei Sachen. Es gibt die Narbe oder dort, wo die Verletzung. Es gibt einmal die Wunde. Es gibt die Wunde von der Brit Mila. Es gibt die Wunde von der Brit Mila. Das ist einmal die erste Sache, die geheilt werden muss. Aber außer der Wunde von der Brit Mila und jeder, der einmal krank war, bei den Männern ist es ab 37 Fieber aufwärts, bei den Frauen ab 42 Fieber aufwärts. Jeder, der krank ist, nicht nur die Wunde tut ihm weh.
sondern sein ganzer Körper ist kaputt. Ja, das heißt, Avraham Avinu hatte gehabt die Brit Mila. Die Schmerzen von der Wunde hat ihm sehr wehgetan, aber außerdem war auch sein ganzer Körper zerstört, aber ganz, ganz down, wie man das heute sagt. Und deswegen, dadurch, dass er in Gottes Gegenwart war, wurde sein Inneres geheilt. Er hat plötzlich Kraft bekommen. Vayar Otslikrata ist gekommen, hat diese drei Leute gesehen, die drei Engel. Ist gelaufen. Wie ist er gelaufen? Er war ja krank. Ist gelaufen. Warum? Er war jetzt in Gottes Gegenwart. Er hat von Gott diese Kraft bekommen. Konnte rennen. Aber die Wunde ist noch da. Kein Problem, die Wunde ist noch da. Deswegen ist gekommen Raphael Amalach, der Engel Raphael. Und er hat ihn nachher davon geheilt. Gibt davon eine Quelle, von wo gibt es diese Sache, sagt im Buch Leftao. Das Ganze war auch so etwas Ähnliches, war auch Matan Torah am Berg Sinai, wo wir die Torah bekommen haben. Am Berg Sinai, auch da, der Midrash erzählt, dass als Gott die Torah am Berg Sinai gegeben hat, er hat alle Verletzten, alle Invaliden, die es waren beim Am Israel, hat alle geheilt. Warum? Er sagte, ich werde jetzt die Torah geben, wem? An einem Volk, das alle halb kaputt sind. Der eine hat in der Sklaverei, der eine hat die Hand gebrochen, der andere Fuß, der eine war ohne Auge. Jeder, die haben gelitten dort. Und deswegen hat Gott gesagt, ich werde alle heilen. Wie? Alleine durch das Erscheinen Gottes am Berg Sinai wurden alle geheilt. Wodurch wurden sie geheilt? In dem Inneren, was sie schwer waren und aber die Wunden, je nachdem, die sie gehabt haben, dazu hat Gott geschickt. Ich habe geschrieben immer mit Rasch, hat geschickt die Engel, hat gesagt, so jetzt geht's und tut sie heil, jeder soll vom Äußeren auch geheilt werden. Es war Rabbi Yoel Sirkisch, Abayit Chadash, einer der Kommentatoren über den Bet Yosef, über den Tur, Entschuldigung, jetzt. Bet Yosef und Abayit Chadash. Und bei ihm war es einmal so, dass man hat gebracht einen schwerkranken Menschen, damit er der Rab ihm heilt. Der Rab, aber er war so drinnen jetzt beim Torah-Lernen, man hat Angst, er hat ihn zu stören, weil er ist jetzt so vertieft jetzt drin in der Torah. Die sind gekommen, okay, wir werden jetzt warten, bis er fertig ist. Die stehen dort und warten. Und die sehen, allein durch das Warten plötzlich der eine bekommt Kraft und beginnt, Moment, ich fühle mich nicht mehr so schlecht wie vorher. Ein paar Minuten ist er dort gesessen, ist nachher ganz gesund rausgekommen. Warum? Dort, dieser heilige Platz, dort war Beit Chadash, er lernt dort von der Torah, allein von der Aura, die entstanden ist von seinem Lernen, alleine von dem ist er geheilt worden. Deswegen sagt man, steht geschrieben, dass wenn jemand krank ist, ja, dann Torah sagt, du hast eine Mitzvah, dich zu heilen. Du hast eine Mitzvah, zum Arzt zu gehen. Und wie? Je größer der Arzt, desto besser. Die Heilung ist ja in Händen Gottes. Gott heilt ja. Sagt ja, Gott heilt, das ist eine Sache. Aber Gott schickt den Engel Raphael, um zu heilen. Und mit jedem Arzt kommt auch der Engel Raphael und heilt. Darum, alleine wenn du zum Arzt gehst, dort ist schon auch die Gegenwart Gottes. Dort ist schon der Engel Raphael, der jetzt heilt. Und deswegen, von dem bekommst du auch die Heilung. Darum, bei einer Brit Mila. Wenn jemand bei einer Brit Mila kommt. Und in der Brit Mila kommt, wie wir wissen, Eliyahu Navi, kommt und segnet alle. Man sollte versuchen, zur Zeit von der Brit Mila, wo das Kind beschnitten wird, mit dem Weinen des Kindes, sobald das Kind beginnt zu weinen, seine Wünsche zu wünschen. Und auch wenn Chas v'Shalom, wenn jemand krank ist und so, in dieser Zeit zu wünschen. Warum? Kommt sowieso der Engel Raphael, um das Baby zu heilen. Um seine Wunde zu heilen. Ja, bei aller Derech, auch lieber Gott, wenn er schon da ist, bitte auch mir eine Gesegnung geben. Bitte auch da, Bracha, Batznacha und so weiter und so fort. So, wir machen jetzt weiter, wir kommen zu unserem Thema. Vayera el Hashem. באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום
Rashi erklärt dir, steht geschrieben, behu Yoshev, und er sitzt am Eingang seines Zeltes, behu Yoshev, aber in der Torah steht geschrieben, ohne Wav. Das heißt, man kann es lesen, behu Yashav, in der Vergangenheit, er ist gesessen. Yashav Ktiv, Bikesh Lamud, Avraham Avinu sieht Gott, Gottes Gegenwart, kommt ihn um zu besuchen. Was macht man, wenn jemand, wenn eine hohe Autorität zu dir kommt und du sitzt? Sofort auf der Stelle, du stehst auf. Ja. Kavod. Du siehst, dein Vater, deine Mutter kommen rein. Eine ältere Person über 70 kommt rein, Radius von 2 Meter von dort, wo du sitzt. Eine Mitzwa mit der Reiter von der Torah aufzustehen. Rabbiner kommt rein, Mitzwa aufzustehen. Avraham Avinu sieht jetzt, Gott höchstpersönlich kommt ihm zu besuchen. Er will aufstehen. Gott sagt ihm, Amar lo akadosh baruch hu, Shev wa ani amod. Bleib sitzen und ich werde stehen. Und du bist ein Zeichen für deine Kinder, dass später ich werde bei ihrem Gericht, bei dem jüdischen Rabbinatsgericht, ich werde anwesend sein und stehen, und sie werden sitzen. Shenemar, steht geschrieben, Tehilim 82, Elohim nitzav ba'adat el. Gott steht in der Gemeinde Gottes. Was ist das Gemeinde Gottes? Adat el, das sind die Dayanim, das sind die Richter, die richten. Avraham will aufstehen. Gott ist gekommen, ihn zu besuchen. Sagt, nein, 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 du brauchst nicht aufzustehen. Bleib sitzen. Das ist ein Zeichen für die Richter. Später deine Kinder werden Richter sein. Und im Gericht, ich stehe bei jedem Gericht, ich stehe hinter den Richtern. Die Richter richten und sitzen. Und ich, Gott, ich stehe bei jedem Gericht. Und jetzt, Rav Kuppelmann in Shure Chumash Rashi sagt, ich stehe, sie sitzen. Es ist sicher nicht die einfache Erklärung hier gemeint mit stehen und sitzen. Sondern er sagt, normalerweise derjenige, der steht neben einem Sitzenden, es heißt, derjenige, der steht, er ist abhängig von dem, was der Sitzende gerade sagt. Er ist von ihm abhängig, darum er steht und wartet auf seine Frage. Oder er steht und wartet auf das, was er jetzt machen oder sagen wird. So wie wir gesehen werden, Vine Shlosha Anashim Nitzavim Alav, und hier kommen 3 Leute und stehen vor ihm. Was ist das Stehen vor ihm? Die zeigen, wir brauchen dich. Wir benötigen jetzt deine Hilfe. Und sagte das. Gott hat hier Avraham Avinu ein kleines Geheimnis versprochen, erzählt. Und gesagt, dass diese Macht, die Am Israel am Berg Sinai bekommen wird mit der Torah, wo sie richten werden können als Richter und Gesetze und Gebote entscheiden werden können, das ist eure erste Mitzwa, die ihr erfüllen werdet. Was war unsere erste Mitzwa als Volk, die wir bekommen haben? Schmott 12, Exodus 12 steht geschrieben, Achodesh azeh lachem rosh chodashim, Rishon ulachem lechotsha shana. Unsere erste Mitzwa, die wir als Volk bekommen haben. Dieser Monat ist für euch der erste Monat, der Monat Nisan. Ist für euch der erste Monat. Der erste der Monate soll es euch werden für das ganze Jahr. Sagt der Midrash, Hachodesh azeh, dieser Monat, die Engel sind gekommen vor Gott und haben ihn gefragt. Ribono shel Olam, lieber Gott, wann werden die Feiertage stattfinden? Sagt er ihnen, ich und ihr werden warten, was das Volk Israel, was die Richter, was die Gelehrten vom Volk Israel entscheiden werden, und dementsprechend werden die Feiertage stattfinden. Engel fragen Gott, wann werden die Feiertage sein? Sagt er, ich weiß es nicht. Ich und ihr, wir gemeinsam sind abhängig von dem, was die Gelehrten hier auf dieser Welt entscheiden werden. Shenemar, Ele Moade Hashem Mikrae Kodesh, Asher Tikreu Otam Bemoadam. Otam, diese
Und wie wir schon mehrmals gesagt haben, Rosh Hashanah ist der 25. Altikre otam ela atem. Gott sagt, ihr werdet entscheiden, wann die Feiertage stattfinden. Amar leim HaKadosh Baruch Hu. Gott sagt zu den Engeln, Leshavar haya beyadi, damals, bevor ich die Torah am Berg Sinai dem Volk Israel übergeben habe, war das in meiner Hand. Ich habe bestimmt, wann die Feiertage stattfinden werden. Aber mikan ve'elach, are mesura beyedechem, birshutechem. Ab jetzt ist es in euren Händen, in Händen der Gelehrten. Im amartem hen, hen, amartem lab lab, ihr sagt ja, ja, nein, nein. Mikol makom, ja, chodesh azeh lachem. Wie egal, was ihr bestimmt, so wird dieser Neumond sein. Deswegen sagt uns der Talmud Rosh Hashanah 25a. Asher tikreu otam, otam ohne Wab. Das bedeutet, ihr werdet entscheiden. Ihr werdet entscheiden, auch wenn unabsichtlich ihr reingelegt worden. Man hat euch reingelegt. Zeugen sind gekommen, die haben den Neumond gesehen und es war gar nicht. Oder ihr habt absichtlich einen Fehler gemacht, absichtlich die Augen zugemacht. Atem, ihr werdet jetzt entscheiden. Wenn ihr sagt, heute ist Rosh Chodesh, heute ist Rosh Chodesh. Wow, was für eine Kraft. Deswegen steht dort geschrieben, Vayal Moshe ve'aron Adab ve'aviu ve'shivim mizikne Israel. Auf dem Berg Sinai stiegen Moshe, Aaron, Nadab, Aviu und die 70 Ältesten von Am Israel. Moment, 70 Ältesten, das waren keine kleinen Kinder. Jeder hatte eine Autorität gehabt. Jeder war irgendein großer Chico. Velama lo nitparshu shemotam shel zekenim. Warum hat man die Namen von diesen 70 auch nicht erwähnt? Vielleicht war einer Abo, irgendwelche anderen Namen waren auch dabei sicher. Warum man diese Namen nicht dort? Ayayayayayayayay. Ela lelamed, um uns zu lehren. Shekol shlosha ve shlosha shamdu bedin al Israel. Areu kebedino shel Moshe. Überall, wo drei Gelehrten zusammensitzen und ein Gericht bilden, sie sind genau, sie haben dasselbe Gewicht, genauso wie das Bedin von Moshe Rabbeinu. Genau dasselbe Gewicht wie Bedin von Moshe Rabbeinu. Und deswegen sagt Gott hier zu uns, ich gehe zu Avraham Avinu. Er sagt ihm das ganz schau. Deine Kinder, also die Richter, die Gelehrten, sie werden im Gericht sitzen. Und ich bin abhängig von denen und warte, was sie hier entscheiden. Wenn sie entscheiden, er ist verpflichtet, dann ist er verpflichtet. Wenn sie entscheiden, er ist unschuldig, ist er unschuldig. Aber Gott hat gesehen, dass es anders war. Gott sagt, was ihr entscheidet. Das war im Talmud Chagiga. Chagiga Seite 15b. Dort hat geschrieben, Rabba Bar Shila. Rabba Bar Shila, er hat einen guten Freund gehabt. Sein Freund war Eliyahu Hanavi. Und er trifft ihn, sagt ihm, du, was macht Gott jetzt gerade im Himmel? Ja. Was gibt es dort Neues? Oh, sagt er, Gott spricht Lehren von allen Gelehrten. Er sagt, Rabbi das und das sagt so, und der andere sagt jenes, und der andere sagt jenes. Er sagt, von allen Gelehrten, sagt er, aber von Rabbi Meir spricht er keine Lehre. Rabbi Meir Balanes, der große Rabbi Meir. Sagt er, warum nicht? Sagt er, weil Rabbi Meir, er hat gelernt von Acher. Elisha ben Abuja, sein Lehrer, war ein großer Gelehrter, der aber nachher vom guten Weg abgewichen ist. Acher, Elisha ben Abuja. Und deswegen, weil er gelernt hat von so einem Rabbiner, der vom guten Weg abgewichen ist, der nachher viele Sünden gemacht hat, deswegen, Gott sagt von ihm, ich werde keine Lehren sprechen. Von seinem Namen. Sagt Rabbi Bar Shila zu Eliyahu Navi, Moment, warum? Rabbi Meir, er hat gefunden einen Granatapfel. Tocho Achal, die Kerne, das hat er gegessen. Klipato Zarak und seine Schale hat er weggeschmissen. Sagt Eliyahu Navi, Moment, jetzt, gerade jetzt, Gott spricht eine Lehre im Namen von Rabbi Meir. Meir Beni Omer, Meir, mein Sohn, sagt. Ui. Das ist ein. Bis manche Adam mitzta'er, Schina mal schon umrennt.
Wenn ein Mensch hier auf dieser Welt leidet, so leidet Gott mit diesen Menschen mit. Kalani miroshi, kalani mizroi. Im kacha kadosh baruch hu mitzter al daman shel reshaim. Wenn Gott leidet über Bösewichte, die bestraft werden für schlechte Taten. Gott leidet mit ihnen. Umso mehr al achat kama ve kama al daman shel tzadikim shenishpach, umso mehr für die Guten, die Gerechten, die leiden. Und jetzt, da stellt sich die Frage. Das heißt, Rabbi Bar Shila sagt, Rabbi Meir hat das Innere gegessen, die Schalen weggeschmissen. Und Gott hat das nicht gewusst davor, bis er es nicht gesagt hat. Er musste warten, bis Rabbi Bar Shila gekommen ist und ihm diese Neuigkeit gesagt hat. Sicher, Gott hat das gewusst. Aber Gott sagt, ich warte bis hier auf dieser Welt. Bis hier auf dieser Welt jemand ausspricht und sagt, Moment, es ist eh gut, es ist eh in Ordnung, das, was er gemacht hat. Und nachdem er das gesagt hat, Rabbi Meir, er hat das Innere gegessen und die Schale weggeschmissen, dann sagt ach, Gott, stimmt zu und sagt, ja, wenn hier gesprochen wurde, ein Fürsprecher für Rabbi Meir, ich bin auch dabei. Das steht geschrieben in Jerusalem. Also sagen wir das lieber nicht. Ja. Jetzt weiter. Moed Katan, Seite 16b. Auch das sollten wir vielleicht überlegen, aber ich sage es. Moed Katan, Seite 16b, steht geschrieben, gibt dort ein Pasuk, einen Vers von Shmuel Bet 23,3. Amar Elohe Israel, euch, Lidi Ber zur Israel, Moshel Ba'adam, Tzadik Moshel Irat Elohim. Mai Kamar, und ich werde das jetzt übersetzen, den Satz. Amar Rabbi Abawachi Kamar, Rabbi Abawachi sagt, dieser Vers sagt folgendes. Amar Elohe Israel, Gott, Volkes Israel, sagt, Lidi Ber zur Israel, zu mir hat gesprochen, zu mir spricht, jeder sagt von uns, ja, zu mir spricht zur Israel, der Fels, die Stärke von Israel, zur Israel, das ist Gott. Zu mir spricht Gott. Ani Moshel Ba'adam, Gott spricht zu mir, zu jedem von uns. Gott sagt zu uns, weißt du was? Ich herrsche über den Menschen. Sicher, kann jemand machen ohne Gottes Willen. Ani Moshel Ba'adam, mi Moshel bi, und wer herrscht über mich? Angst ist zu sagen. Gott sagt, ich herrsche über jeden Menschen. Aber wer herrscht über mich? Tzadik Moshel. Ein Tzadik herrscht über mich. Shani gozer gzera v'um mevatela. Ich beschließe, welche Beschlüsse. Der Volontschef Volontschef muss leiden. Warum? Er hat diese und diese Sünde gemacht. Er muss bekommen jetzt, zum Beispiel, Volontschef Volontschef ist gelaufen, um irgendeine Sünde zu machen. Gott entscheidet, Volontschef Volontschef, gelaufen um Sündige, Fuß soll gebrochen sein. Plötzlich, dieser Volontschef, Volontschef, auf dem Weg, hat er noch irgendeinem Tzadik geholfen. Und dieser Tzadik, euch, deine Füße, schkoyach, shelo yuza, die sollen kein Leid wissen. Gott sagt, ich wollte entscheiden, dass seine Füße gebrochen werden sollen. Aber Tzadik sagt, nein, Tzadik herrscht über mich. Oh, das ist Pachat Chadim. Das heißt, ein Tzaddik herrscht über Gott. Ein Gerechter, wenn er was spricht hier auf dieser Welt, Gott entscheidet etwas, ein Gerechter kann, Tzaddik, Moshel, Irat Elohim, er kann über, wenn Gott etwas entscheidet, er kann die Beschlüsse Gottes, kann ein Tzaddik ändern. Schau, welche Macht Gott uns gegeben hat in unseren Mund, mit unseren Gesprächen. Nicht da, Gespräche. Der Talmud Baba Kama Seite 50 erzählt über Nechunia Chofer Shechin. Es gab einen Tzaddik. Nechunia, was hat er gemacht? Er hat überall Brunnen gegraben, mit Wasser gefüllt. Auf dem Weg nach Jerusalem, Leute, alle Regel, dreimal im Jahr, von überall auf der ganzen Welt, eine Mitzwa, nach Jerusalem zu gehen und um dort zu feiern. Nur auf dem Weg, Leute, nicht so wie heute mit Flieger, mit Auto, auf Esel, Kamele. Man wird durstig, man will trinken.
besonders dort, wo es heiß ist, er hat überall Wasser gratis ohne Haus. Ja. Wie geht? Ach, Chazak. Er hat überall Wasser gegeben ohne Haus und allein, ohne zu bezahlen, obwohl Wasser ist was Wertvolles, kostet viel Geld, überall hat er gratis gegeben, verteilt Wasser. Und eines Tages, seine Tochter hat gespielt und unabsichtlich in so einen Brunnen reingefallen. Jetzt von dort sie rauszunehmen, ist gar tief, und dort, sie kann ertrinken. Man kommt sofort zu Rabbi Hanina ben Dosa, Größe Zadik. Man kommt zu ihm und sagt ihm, Rebbe, die Tochter von Nechunia, seine Tochter ist reingefallen in einen Brunnen. Rebbe, bitte beten Sie, sie soll, sagt er, alles in Ordnung. Man kommt noch mal, Rebbe, sie ist unten, wie alles in Ordnung? Passt schon. Noch einmal, Rebbe, Tochter, kleines Mädchen, reingefallen. Sie ist schon draußen. Man hat auf die Uhr geschaut, nein, nicht so eine Uhr, auf die Sonne, ja, hat man gesehen, wie spät es war. Und gesehen, genau um diese Uhrzeit, wo er gesagt hat, sie ist schon draußen, ist sie rausgekommen. Man hat sie gefragt, Mädelach, wie bist du rausgekommen? Eine tiefe Grube. Ich weiß nicht, ein alter Mann mit einem Eil, mit einem Schaf, war dort und hat mich rausgetragen. Psst, wer war dieser alte Mann, der gekommen ist? Und wer war dieser Schaf? Das war Abraham Avinu mit seinem Schaf. Schaf, das war dieser Schaf, was als Abraham Avinu Yitzchak darbringen wollte. Statt Yitzchak, Ha'ail Leola, da hat Abraham dieses Schaf dargebracht. Und jetzt da stellt sich die Frage, Nechunia Tzadik gibt ein Wasser, warum kommt ausgerechnet Abraham Avinu mit dem Schaf? Warum ist nicht gekommen Mordechai mit dem Pferd von Achashverosh? Warum muss Abraham Avinu kommen mit diesem Schaf? Weil Nechunia, er war verbunden mit seiner Tat, mit derselben Tat, die Abraham Avinu gemacht hat. Abraham Avinu, er war auch jemand, der den Leuten gegeben hat zum Essen. Jemand, der den Leuten gepflegt hat und gegeben hat und. Ah, du machst dieselbe Tat wie Abraham Avinu. Du bist derselbe Tzadik. Du gehst seinen Weg. Er wird vom Himmel kommen und dich beschützen. Er wird vom Himmel kommen und dich retten. Und danach sagt aber der Talmud, Amar Abiacha, Afal Pichen, trotzdem aber, sein Sohn ist verdurstet. Er ist trotzdem gestorben durch Durst. Sheneemar, Vesliva Nisara Meod, Melamed Shakadosh Baruch Hu Medagdekim Tzadikav Kechut HaSeara. Mit den Tzadikim ist Gott sehr heikel, bei den kleinsten Sachen ist er. Sein Sohn ist gestorben wie? Am Verdursten. Wie? Rabbi Chanina ben Dosa hat gesagt, man ist gekommen zu Rabbi Chanina ben Dosa, hat ihn gefragt, Rebbe, von wo wussten Sie? Er sagt, ich habe gewusst, wie. Eine Sache, mit der dieser Tzadik sich beschäftigt hat. Er hat Brunnen gemacht, Wasser gegeben, allen gratis. Seine Tochter soll ertrinken? Kommt gar nicht in Frage. Das heißt, Amarti, ich habe gesagt, ich habe gesprochen, ausgesprochen, so ein Fürwort für seine Tochter, für ihn. Und durch diesen Ausspruch, dass er gesprochen hat, für ihn, ist seine Tochter lebendig geworden. Aber trotzdem sagt aber nachher, Rabbi Acha, dass sein Sohn gestorben ist am Verdursten. Wo ist da dieses Fürwort? Es wird geschrieben, dass da bei seinem Sohn, da hat Rabbi Chanina ben Dosa nicht mehr gelebt. Da gab es nicht mehr den Tzadik, damit dieser Tzadik aus seinem Mund rausbringt. Manchmal wir wissen nicht. Ein Tzadik sagt irgendetwas. Es gab einen sehr alten Mann in Israel, das hat erzählt, aber er hat erzählt, das war ein sehr, sehr alter Mann, hat gelebt, 114 Jahre. Wie ist er, sagt er, von Marokko, einmal der Großvater von Baba Sali, der ihm gesucht hat, Minyan, und er war genau Bar Mitzvah zu diesem Zeitpunkt. Und, Bar Mitzvah, Shetiye Bariad Meisrim, du sollst gesund sein bis 120 Jahre. Und er war mit 114, so wie ein Stier,
חזק. נו גשפרוכו, מי שברך, זו גזנדד. תהיה בריא את מברום. ונימן, בזה נצום יהיוטד, ונימן, אין צדיק, איז גוד סקט, בסדה, אוס גשפרוכו, ויד, תסמית אין שיל. הוא גזק, איך הבינו גזק? איך הבינו גשפרוכו? איי, אברהם אבינו, גוד קום צו אברהם אבינו, זקט עם אברהם, אברהם. Du beschäftigst dich viel mit Achnasat Orchim, du bringst Gäste hinein. Du bist der, der am besten dazu geeignet ist, um hier jetzt der Richter zu sein. Du sollst jetzt die Menschen von Sdom, diese bösen Richter, die der Midrasch erzählt, so viel, die waren wirklich so böse, man konnte dort gar nicht leben. Die haben niemanden gegeben dort zum Essen, niemanden. Gast ist gekommen, er musste dort sterben. Niemand durfte ihm was zum Essen geben. Bis eines Tages die Tochter von Lot hat gesehen, schweigend, dass niemand sieht, hat sie ihm verborgen gegeben, was zum Essen. Man hat sie erwischt, was war ihre Todesstrafe? Man hat sie gefesselt, mit Honig beschmiert und von Bienen, mit lauter Bienenstiche ist sie gestorben. Deswegen sagt Lot, ich gehe runter, um zu sehen, Haketzakata Habaelai, ist es wirklich so wie dieses Schreien? Durch ihr Schreien, das war nachher schon zu viel. Viel. Sdom, wirklich, das war damals so wie Schweiz. Alles grün, alles Gebirge, schön, Wasserquellen. Man hat genommen eine Pflanze von der Erde mit den Pflanzen. Heutzutage, was kommt raus mit den Pflanzen? Erde, Dreck. Dort mit der Pflanze kommen Diamanten raus. Deswegen, sie wollten, dass niemand kommt. Moment, wir alles nur für uns. Hier ist das Beste vom Besten. Also, ist geworden nachher tiefste Grund, Yam HaMelech, totes Meer. Alles vernichtet. Sag dort Abraham, du bist der am besten dazu passt, diese Menschen zu richten. Trotzdem, obwohl das die Antithese von Abraham Avinu war. Genau das Gegenteil von Abraham Avinu, trotzdem er verhandelt mit Gott. Vielleicht gibt es, aber vielleicht. Bei 10 hat er nachher aufgehört. Und deswegen steht geschrieben, Vahashem himtir al Sdom. Was ist Vahashem? Und Gott hat auf Sdom geschüttet. Was ist und Gott? Vahashem. Es wird geschrieben, überall das geschrieben, Akli Akar sagt es. Überall, wo steht geschrieben, Vahashem und Gott, ist es Gott und sein Bedien und sein Gericht. Und deswegen, Kechom Ayom, was ist der Kechom Ayom? Warum war diese Hitze da? Es wird geschrieben, dass jeder Richter, der sitzt und richtet, er muss vor seinen Augen die Hölle haben. Warum? Weil wegen mir, wenn jetzt irgendwas Falsches, man darf jetzt nicht lügen, du bist ein Bösewicht, nee, er ist Wotako, er ist gut, nein. Du siehst, laut dem, was ist, du musst versuchen, für zu sprechen, aber wenn du siehst, dass etwas, was schlecht ist als Richter, du musst gerecht sein, ja? Und deswegen komm mal, Junge, weil wenn du jemanden falsch verurteilst als Richter, du hast die Hölle unter deinen Beinen. Pass auf. Ui, sagt uns jetzt der Midrash, ui gewandt. En kael yeshurun, übersetzt auf Deutsch, Pasuk in Asin. En kael yeshurun, es gibt nicht wie Gott yeshurun, das ist die Gerechte. Rochev shamayim bezrecha und so weiter. Enka el Yeshurun, es gibt nicht wie Gott Yeshurun, sagt uns der Midrash. Amar Rabbi Rechel b'shem Rabbi Yehuda b'Rabbi Simon. Amar Enka el, umika el Yeshurun, wer ist wie Gott Yeshurun? Wer ist wie Gott Yeshurun? Das sind die Gerechten. Ata mutzei shekol masha kadosh baruch hu atid la'asot, igdim ve'asa l'edei tzadikim ba'olam hazeh. Alles das, was Gott später, Bezat Hashem, in der Zukunft, wenn der Mashiach kommen wird, all das, was Gott in der Zukunft machen wird, hat Gott schon durch seine Tzadikim gemacht, hat seine Tzadikim machen lassen. Gott hat, was wird machen Gott in Bezat Hashem, nachdem der Mashiach kommen wird? Tote wiederbeleben, könnt ihr euch erinnern? Tchiat HaMetim. HaKadosh Baruch Hu Mechayem Metim, Gott belebt die Toten. Eliyahu Navi hat auch die Toten belebt. Das war mit der Frau Zrafit. Ihr Sohn war krank, ist gestorben, Eliyahu hat wiederbelebt.
הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים. גוט, הלטת אין רגע, אסבית כאין רגע, דיר רגע. אליהו עוצר גשמים, באליהו נביא את הסלבבה, בחייל בית האלי. חייל בית האלי, את דשתת יריחו אוף קיבאות. כן, צריך לנדיג שקטה, יא? Er hat die Stadt aufgebaut, obwohl Joshua einen Fluch gegeben hat, man darf diese Stadt nicht aufbauen. Und Chel hat aufgebaut, passiert eh nichts. Und Joshua, er hat verflucht. Derjenige, der die Stadt Jericho wieder aufbaut, oder eine andere Stadt im Namen Jericho, oder diese Stadt und gibt einen anderen Namen, Bibchoro, mit dem, wenn er beginnt, die Fundamente zu bauen von dieser Stadt, er wird seinen ersten Sohn wird er beerdigen und wenn er die Tore aufstellt, wird sein letzter Sohn sterben. Das Ganze, es gab einen Chiel, einen Chico, der war alles wurscht. Ich glaube an gar nicht, ich bin Ungläubiger, hat er sich genannt. Mach, was ich will. Also diese Stadt, ich werde aufbauen. Beginn zu bauen und bei Aviram Bechoroisad, Aviram, der erste Sohn, stirbt. Und so all seine Kinder, all seine Kinder sind gestorben. Beim letzten, bei den Toren ist der letzte gestorben. Dieser Chiel, er war gut befreundet mit dem König Achab. Gott sagt zu Eliau, Eliau, geh zu Achab, ist ein Freund von ihm, und tröste ihn. Gerne mit zwei, wenn jemand bei jemandem gestorben ist, zu trösten. Er kommt ihm, sagt ihm, Chiel, Chiel, mach Tshuva, und er beginnt Achab. Der König war ein böser König, beginnt zu provozieren. Sagt ihm, aber Eliau, warum sind all seine Kinder gestorben? Manche Leute kommen und fragen den Rabbinen, fragen um, warum sind all seine Kinder gestorben? Sagt er, Gottes Wille, ja, Papa, es ist geschrieben hin und her, ist es vielleicht wegen der Flucht von Joshua? Eliau sagt, hallo, ja, Flucht von Joshua. Joshua hat geschrieben, man darf nicht. Sagt er, wer ist stärker? Der Rabbiner oder der Schüler? Joshua hat diesen Fluch gegeben, ist passiert, ja? Aber sein Rabbiner, sein Rebbe, Moshe Rabbeinu, hat geschrieben, steht in der Tora geschrieben, wenn jemand Götzen dienen wird, dann wird es keinen Regen geben, dann wird es das und das. Oh. Er sagt, er geht Götzen dienen und es ist so viel Regen, er muss sogar seine Kleidung aufheben, um Götzen zu dienen. Sagt er, was, du Unverschämter? Du verwendest Gottes Gnade, um falsch zu denken. Deswegen, es wird kein Regen, bis ich nicht sage. 3 Jahre lang war Hungersnot kein Regen. Durch die Worte von Eliyahu Navi. Eliyahu Otzer Geshemim. Akadosh Baruch Hu Mevarechet Amuat. Akadosh Baruch Hu Gott, das Wenige wird segnen, dass es so viel ist. Dasselbe auch Eliyahu Navi. Das heißt, und all das, was Gott macht, lässt er auch die Tzadikim machen. Das heißt, Tote wiederbeleben, Regen anhalten oder wieder zurückbringen. Aber der Talmud, Masechet Tanit, ganz am Anfang sagt uns, es gibt 3 Schlüssel, die Gott in den Händen Gottes sind und diese 3 Schlüssel übergibt Gott niemandem. Sie sind nur bei ihm persönlich. Schlosha maftechot beyado shel HaKadosh Baruch Hu. Shelo nimseru biyad shaliach. Niemand. Nur Gott persönlich. Veluhem. Geshamim, Regen. Dann Chaya, Gebären. Und Tchiat HaMetim. Und Tote wiederbeleben. Regen, Tote wiederbeleben. Aber wie im Moment? Wir haben da gesehen, dass Eliyahu Navi, das war in sein, dieser Schlüssel von dem Regen, Schlüssel von Wiederbeleben, das war in den Händen von Eliyahu Navi. Wie? Ai. Sagt uns da, schau wie groß, Amagid Mikoschnitz sagt, schau wie groß und wie mächtig die Sprüche und die Wörter von den Tzadikim, von den Gelehrten ist. Gott sagt, ja, es sind Sachen, die sogar ich niemandem übergebe, diese Schlüssel. Und die Entscheidungen, die ich treffe, die müssen geschehen. Aber ihr Tzadikim, wenn ihr etwas hier entscheidet, wenn ihr etwas auf dieser Welt entscheidet, Kibiachol, ihr herrscht über mich.
Da muss ich euch zustimmen, wenn ihr sagt ja, dann ist es ja. Und jetzt, wer hat diese Midrash angefangen? NKL Yeshurun. NKL Yeshurun. Es gibt nichts wie Gott, die Gerechten. Wie kann man dazu kommen, es gibt nichts wie Gott, die Gerechten? Wie kann man dazu kommen, um wie Gott zu sein? Dass du selber Sachen entscheiden kannst, dass du selber sagst, ja, und es wird ein Ja sein. Wenn du sagst jetzt, er soll leben, er wird leben. Wenn du, es gibt nichts, wenn du selber nicht hochmütig bist, wenn du ein Zadik bist, ein Gelehrter bist, der Gottes Weg geht, aber dich selbst als nichts hältst. Ich bin nichts, ich bin ja gar nichts. Wenn du diese Demut in dir hast, nicht hochmütig, Anava, und Gott mit dieser Anava, mit dieser Demut, du Gott dienst. NKL Yeshurun. N, also es gibt nichts, KL Yeshurun, dann bist du wie Gott. Abraham Avinu, Abraham hat gesagt, Anochi Afar Vaefer, ich bin so wie Staub und Asche, ich bin nichts. Abraham Avinu, du bist ein Nichts. Sag Gott zu Abraham, ob du denkst, dass du ein Nichts bist. Du bist ein Zadik, aber du stellst dich als Nichts. In meinen Augen bist du noch stärker wie ich. Ich stehe vor dir, wo du sitzt und warte auf dein Wort, das du bestimmst. Wenn du bestimmst und sagst ja, dann wird es ein Ja sein. Schau, wie mächtig diese Sache ist. Darum, noch, es war Rav Ovadia Yosef, wir alle haben über ihn gehört, der große Gelehrte, der große Rabbiner Rav Ovadia Yosef. Er war jemand, der sehr bekannt war, dass er Leatir Agunot, das heißt Frauen, dass ihre Männer verschwunden sind. Und man wusste nicht, sie sind lebendig oder tot, so eine Frau darf nicht heiraten. Es sei denn, man ist hundertprozentig sicher, es waren zwei Zeugen, dass dieser Mann gestorben ist. Dann darf sie heiraten. Aber er hat wirklich große Kraft gehabt und er konnte mit der Tora, er konnte entscheiden, ja, tot, lebendig, lebendig, tot. Er konnte viele Frauen wieder aus ihren Fesseln befreien, dass sie wieder heiraten konnten. War der Yom Kippur-Krieg. Es sind viele gestorben, viele junge Männer, dessen Frauen noch zu Hause waren. Und jetzt junge Frau, Mann verstorben, sie muss ihr Leben weiterleben. Aber sie darf nicht, man hat nicht hundertprozentig gesehen, ob er tot ist oder nicht. Wer weiß, vielleicht lebt er noch. Und sie ist nach Eschedisch. Er hat eine besondere Kraft gehabt, um so die Frauen aus ihren Fesseln zu befreien. Eines Tages eine Journalistin, das hat ihr nicht gefallen. Er hat gesagt, ja, dieser Rab, ich werde ihm jetzt einen Trick machen. Ich werde kommen und vor ihm weinen, ja, mein Mann ist gestorben, man weiß nicht und man gibt mir kein Erlaubnis, ich will heiraten und sie sind der Einzige, der mich aus diesen Festen befreien kann und so weiter und so fort. Und ich werde warten, bis er unterzeichnet, einen Stempel gibt und dann sage ich hier, mein Mann ist lebendig und hier, schau, er hat gegeben meinen Stempel, dass ich heiraten darf und so werde ich diesen Rabbiner fertig machen. Nun, was passiert? Sie kommt zum Rabbiner. Er hat ein schönes Alibi erfunden, hinher in der Geschichte. Mann ist hin und da. Ich will heiraten. Rav hört zu, das war wirklich sehr beeindruckend. Sie hat genommen zwei Zeugen, ihnen Geld gegeben, als ob sie gesehen hätten, hinher, da, dort. Und sie wartet darauf jetzt. Sagt der Rav, ja, laut all dem, was du sagst, eigentlich dürftest du heiraten, aber weißt du, ich kann im Moment nicht entscheiden, ich muss noch darüber nachdenken, komm bitte noch einmal. Und er schickt sie immer 10-mal hin, her, sagt, oh, ich habe meinen Stempel vergessen, komm morgen bitte wieder. Und er schickt sie her, bis nachher, hallo, es geht nicht vor der Rav, ich will bitte. Und jetzt das Fazit, morgen komm, du bekommst sicher meine Unterschrift, du bekommst sicher, alles ist fertig. Sie kommt schon mit ihrem Mann, Fotoapparat vorbereitet, schon den ganzen Text schon vorbereitet, mit dem sie ihn attackieren wird.
Mann sitzt im Auto und wartet und sie geht zu ihm hin, Quod Rabbi. Sie haben versprochen, ein Mann, ein Wort. Kein Problem, ich habe versprochen, er kommt. Frau Volonceschi ist jetzt erlaubt zu heiraten, weil ihr Mann gestorben ist. Stempel, Unterschrift und gibt ihr. Jetzt kommt es, ich werde ihn jetzt fertig machen. Sie geht runter und findet in ihrem Auto ihren Mann nach einem Herzinfarkt. Ist gestorben. Rahmat Kardeboshe. Das heißt, was hier entschieden wird, das heißt, wenn du zum Beispiel hier kommst, ja, und du sagst, ja, ich kenne den Rabbiner und ich weiß, er ist ein Ish Halacha, jemand, der laut Halacha ist. Und alles, was er sagt, ist für mich Halacha le Moshe Misinai. Sicher, jemand, der befugt ist. Und du hörst alles auf ihn. Alles, was er sagt, das mach so, das ist erlaubt, das ist verboten. Aber andere Rabbiner sagen anders. Aber ich habe da Aselech Harab. Morgen, übermorgen, Chasve Shalom, diese Person kommt und hat irgendein Problem. Rebbe, bitte, ich habe, es genügt, wenn der Rab sagt, das ist schon, wird gut sein. Automatisch, wenn im Himmel, das heißt, wenn er die Halachot hier bestimmt, auch wenn er nur gesagt hat und nicht einmal daran gedacht hat, er hat gesagt, wird gut sein, Bezat Hashem wird gut sein. Warum? Weil Gott sagt zu Avraham Avinu, ich stehe hinter den Kindern von der Zeit von Moshe Rabbeinu, bis der Mashiach kommen wird, überall bei jedem Bedien steht Gott dort und wartet auf den Spruch der Gelehrten und antwortet nach Amen. Das heißt, das lehrt uns, wie mächtig und groß die Tora ist. Das heißt, jeder von uns selbst, wenn du deinen Mund hütest und nur Gutes aus dem Mund rausbringst, wenn du dich als nichts machst, keine Hochmut hast, bescheiden bist, mit der Tora dich beschäftigst, dann musst du wissen, dass was aus deinem Munde rauskommt, ist im Himmel gesetzt. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.